Hey, grüß euch, meine Lieben. Seit der letzten Episode ist die 500er Gammel-S-Klasse fertig geschweißt. Jetzt müssen die ganzen Nähte abgedichtet werden, unter Bodenschutz aufgetragen werden, ein bisschen ausgebeult, gespachtelt und so weiter. Das alles jetzt im Video. Seid gespannt. Jetzt geht's los. Let's go. Der Wagen muss heute noch von der Bühne. Die Zeit ist extrem knapp und deshalb habe ich schon ganz still und einsam hier alleine für mich die Grundierung mit dem Pinsel aufgetragen. Ist eine 2KEP-Grundierung. Darauf kommt die Nahtabdichtung und der Unterbodenschutz. Was verwende ich da als Material? Dieses STC, spritzbare Nahtabdichtung, die kann man als Nahtabdichtung und als Unterbodenschutz verwenden. Ist ziemlich gut von der Preis-Leistung. Habe ich in dem Test, den ich hier einblende, nicht mit aufgeführt. Habe ich später erst durch Mario kennengelernt. Super Zeug. Es gibt ja noch ein paar andere geile Mittel. Aber in diesem Fall jetzt hier verwende ich das, weil ich das noch übrig habe. Und das sollte hierfür reichen, werdet ihr jetzt sehen, was ich damit machen werde. Und um die Nähte abzudichten, werde ich das Ganze mit der Kartuschenpresse aufbringen und dann mit so Gummispachteln oder Rakeln einmal einmassieren das Ganze, damit die Nähte zu sind. Und dann werde ich manche Ecken auch mit dem Pinsel beistreichen. Und wenn das soweit fertig ist, gehe ich einmal mit einer Spritzpistole für Unterbodenschutz extra für diese Kartuschen drüber. Und dann haben wir eine schöne Beschichtung und dann kann der Wagen endlich runter von der Bühne. Und dann ist die Arbeit für heute zumindest getan. Aber hier wird ja noch ausgebeult und gespachtelt. Und das passiert heute nicht mehr, aber hier im Video noch. Mit so einem relativ hartborstigen Pinsel kann man bei Unterbodenschutz schön arbeiten, weil man braucht harte Borsten, da die Viskosität ähnlich wie bei Senf ist und ein weicher Pinsel einfach zu sehr nachgeben würde. Und wenn man mit dem dann hier so tupft, wie ich das gerade eben gemacht habe, dann bekommt man hier eine ziemlich schöne Struktur hin, die fast so wie original aus der Unterbodenschutzpistole aussieht. Hier seht ihr nochmal im Detail, wie die Oberfläche aussieht, wenn ich da so lang getupft habe. Hier unten auch habe ich einfach nur getupft das Ganze. Hier habe ich es verstrichen in den Ecken, damit da die ganzen Nähte zu sind. Hier habe ich mit dem Spachtel drüber gezogen. Oh, das könnt ihr gar nicht sehen. Ich zeige euch erstmal hier oben. Hier könnt ihr sehen, hier bin ich einfach mit dem weichen Spachtel entlang gegangen, habe die Naht abgezogen, abgedichtet. Das reicht soweit. Und hier unten habe ich auch einfach mit dem Spachtel abgezogen, die ganze Fläche, damit es so ein bisschen glatter wird. Ist halbwegs glatt geworden. Man sieht noch immer was Struktur, aber ist egal. Die krasse Vertiefung ist auf jeden Fall weg. Jetzt muss ich das kurz anziehen lassen, beziehungsweise mache das gleiche nochmal an der anderen Seite. Währenddessen kann das dann hier auf der Seite und dann drüben dann auch trocknen und dann gehe ich mit Unterbodenschutz drauf. Also mit der Unterbodenschutzpistole. Ich habe jetzt alle Nähte soweit abgedichtet. Jetzt werde ich mit der gleichen Nahtabdichtung, hier seht ihr sie noch einmal, mit dieser Unterbodenschutzspritzpistole einmal Unterbodenschutz bzw. hier diese Nahtabdichtung auftragen. Ich habe das Ding noch nie benutzt. Ich mache das eigentlich mit einem anderen Teil. Mit so einer Unterbodenschutzpistole, wo man diese klassischen, ach, da habe ich eine, man diese klassischen Unterbodenschutzkartuschen reinmacht, hier. Die packt man dann da unten drunter, das sind so Saugbecherpistolen. Ich habe jetzt die Kartusche hier reingeschraubt. Ah, hier hinten muss vielleicht noch das Ganze geöffnet werden, könnte ich mir vorstellen. Damit hier auch Druck dran kommt. Ich vermute mal, dass es ganz normal mit Luftdruck funktioniert. So sieht die Düse aus. Hier dran kann man wahrscheinlich die Materialmenge einstellen. Oder hier, nee, hier, das hier müsste die Nadel sein. Hier mit vielleicht Breitstrahl, Rundstrahl, keine Ahnung. Werde ich jetzt ausprobieren. Vielleicht auch die Luftmenge.
Wunderbar, die erste Seite ist fertig. Zeige ich euch gleich aber erst, wenn beide Seiten fertig sind. Ich bin endlich fertig mit dem Unterbodenschutz. Jetzt können die Räder drauf und der Wagen runter. Ich zeige euch mal ganz kurz, wie das Ganze hier aussieht. So sieht das hier aus. Ziemlich gut, finde ich. Also hat so eine schöne Unterbodenschutzstruktur halt. Genauso, wie man sich das so vorstellt, würde ich sagen. Ne? Und das Reparaturblech sieht man kaum noch. Ne? Klar, man sieht da so eine Kante, aber meine Güte, wen interessiert das denn? Hier auch schön das Ganze hier hinten. Die Ecke habe ich auch mal direkt gemacht. Hier das auch. Hier einmal wunderschön. Das sieht doch gut aus, würde ich sagen, oder? Meine Güte. Ja, ich bin ziemlich überzeugt von der Qualität. Sieht gut aus. Jetzt, wie gesagt, Reifen drauf, Wagen runter, ab auf meinen Platz und dann wird da weitergearbeitet. Die S-Klasse steht inzwischen wieder auf meinem Platz und die Radläufe sind innen drin fertig, habt ihr ja gesehen. Jetzt geht es hier an die Seiten, an die Kotflügel links und rechts und so weiter. Überall, wo ich geschweißt habe, wo ich die Bleche reingemacht habe, will ich diese kleinen Unebenheiten rausbekommen. Hier diese Delle, Beule, was hier war, das muss alles weg. Der Flugrost hier muss auf jeden Fall runter. Womit mache ich das Ganze weg? Jetzt könnte man einfach Feinspachtel denken. Wurde hier auch oft verwendet an dem Fahrzeug. Ganz schön dick, sieht man hier noch an der Seite. Das Problem bei Feinspachtel ist, der ist sehr hart und nicht elastisch. Und wenn man den zu dick aufträgt, reißt der gerne. Und dann, das kennt ihr bestimmt, so Spachtel eingerissen von diesen Ami-Karren vor allem. Wenn einfach Dellen und Beulen überspachtelt werden mit richtig dick Feinspachtel, dass es aufreißt. Unten drunter rostet und das wollen wir nicht. Deshalb braucht man einen vernünftigen Füllspachtel. Da könnte man jetzt Glasfaserspachtel verwenden oder einmal Zinn natürlich, ganz normalen Zinn, so wie es hier auch verwendet wurde an der Stelle. Aber Zinn ist giftig, kann ich nur so halbwegs, also ich kann es, aber ja, ich bin kein Fan davon. Und weil man eine Flamme braucht, verletzt man da innen drin wieder die Beschichtung. Ich will die Beschichtung nicht verletzen. Ich will eine möglichst moderne Variante, die auch gut ist, verwenden. Und dazu verwende ich hier einmal diesen EP-Zinn von MIPA. Das ist auf einer EP-Basis, also auf einer Epoxy-Basis. Und ich habe hier noch so einen 2K-EP-Spachtel. Der ist ähnlich wie der, wie das Kaltzinn, wie dieser Zinnspachtel, aber ein bisschen schwieriger zu schleifen und sehr robust gegenüber Feuchtigkeit. Also es ist feuchtigkeitsresistent, wird gerne bei Booten eingesetzt, ist sehr schwer zu schleifen im Gegensatz zu dem Kaltzinn. Ich denke mir, das hier werde ich unten rum verwenden und das hier oben rum, wo es schön werden muss. Beide verwenden hier diesen Härter EPN, also einen ganz normalen EP-Härter für den Spachtel. Das Ganze wird nach Gewicht angemischt. Das werde ich jetzt tun, beziehungsweise halt erstmal hier mit 180er wahrscheinlich alles entrosten, schleifen, Silikonentferner drauf, glatt ziehen und dann aushärten lassen über Nacht. Und morgen schleife ich das Ganze wieder. Die rechte Seite werde ich auch noch ganz kurz mit 80er runterschleifen, damit ich da schön Spachtel auftragen kann. Und in den Einstiegen meine ich. Da muss ich auch ran. Das Ganze schleife ich jetzt auch noch ein bisschen bei, damit ich hier ein bisschen spachteln kann. Und dann lasse ich das aushärten bis morgen. Wir haben leider schon 22 Uhr. Ich bin noch nicht fertig mit dem Exzenterschliff. Also muss ich jetzt mit der Hand weiter schleifen, weil das deutlich leiser ist. Ich will die Nachbarn nicht nerven. Also jetzt geht's weiter mit der Hand. Ich werde jetzt hier diese beiden Spachtel verwenden, einmal E90 und einmal E80. E80, also Kaltzinn bzw. Zinnersatzspachtel, werde ich an allen Stellen verwenden, die oberhalb der Sakkobretter ungefähr sind.
noch ein bisschen unterhalb der Sakkobretter eventuell und deutlich unterhalb der Sakkobretter Richtung Schweller und so weiter, wo einfach Feuchtigkeit sein könnte. Da werde ich E90 Spachtel verwenden, also diesen EP-Spachtel, da der kein Wasser zieht, da der wasserresistent ist und keine Lösemittel beinhaltet. Von daher wird er auch keinen Untergrund angreifen. Ist soweit eigentlich ziemlich gut. Um den Korrosionsschutz zu erhöhen, kann man unter beide Spachtel eine EP-Grundierung grundieren, einen Nass-Nass-EP-Füller oder eine Nass-Nass-EP-Grundierung. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, irgendwas von MIPA. MIPA empfiehlt da den EP-Surfacer oder so, wie der da heißt. Aber man kann auch eine normale 2K-EP-Grundierung, 2K-EP-Füller verwenden, den dann anpetten, also anschleifen, dass der rau ist und dann das Ganze drüber spachteln. Bei dem Nass-Nass-Füller kann man einfach so drüber spachteln, ohne vorher anzurauen. Ich werde jetzt hier als erstes den Zinnersatzspachtel anmischen, nach Gewicht. 2:1 glaube ich, genau, zwei Teile Spachtel, ein Teil härter und dann werde ich meine vorgereinigten Stellen spachteln. So sieht der Spachtel aus. Davon nehmen wir jetzt mal einen guten Schuss. Gucken wir mal. Jetzt können wir den Spachtel mischen. 2:1 exakt. Abgewogen. Fertig. Ich konnte gerade eben leider nicht mehr die Kamera weiter bedienen, weil ich viel zu viel Spachtel an den Fingern hatte. Ich bin jetzt aber fertig mit dem Spachteln. Und so sieht das Ganze aus. Hier einmal schön Kaltzinn drauf. Da hinten auch. Oder Zinnersatzspachtel, wie auch immer ihr es nennen mögt oder haben wollt. Hier am Einstieg haben wir es auch. Und hier unten habe ich den EP-Spachtel einfach drauf gemacht in die Lücke. Da eventuell Feuchtigkeit von innen rankommen könnte, obwohl da Hohlraumversiegelung reinkommt, aber ich habe mir gedacht, lieber so als Kaltzinn. Hier hinten habe ich noch was drauf gemacht, hier oben natürlich, hier an der C-Säule, die andere C-Säule muss ich noch mit der Maschine abschleifen, das konnte ich jetzt nicht mehr machen, weil es zu spät war. Hier habe ich auch noch ein bisschen EP-Spachtel übrig gehabt und nochmal drauf geschmiert. Das ist nämlich noch nicht 100% gerade hier vom Profil her. Hier die Seite. Ja, mehr schlecht als recht. So ist das halt. Hier ist einiges an Material, das aufgetragen werden musste. Hier haben wir noch mehr Kaltzinn. So sieht das Ganze aus. Das muss jetzt aushärten bis morgen, dann kann ich es schleifen und die nächste Schicht drauf machen. Bis gleich. Wir haben jetzt den nächsten Tag und ich werde jetzt versuchen, den Zinnersatzspachtel hier zu schleifen. Der ist noch relativ elastisch, ich glaube, der ist noch nicht richtig ausgehärtet. Könnte sein, dass er das Schmirgelpapier hier verklebt, werden wir jetzt sehen. Ich habe ein altes drauf, erstmal zum Testen, gucken wir. Gerade angezogen, schon abgerissen, aber egal. Ich wollte euch eigentlich was anderes zeigen. Und zwar haben wir hier 4 Lackierungen an der Stelle. Hier rechts müssen mehrere Schäden gewesen sein, die immer wieder beilackiert wurden.
viermal wurde hier die Seite lackiert. Kann man hieran sehen, wenn man die Ringe liest oder zählt. Also jede dunkle Stelle sozusagen ist Basislack. Hier haben wir 1, 2, 3, 4. Und das Teil ist hier schon ausgetauscht. Das heißt, im Endeffekt wurde es viermal repariert, also viermal beilackiert. Bedeutet für mich, dass dieser Lack hier runter muss, weil hier einfach viel zu viel Material drauf ist. Wenn ich hier nochmal was drauf lackiere, das wird einfach nicht so gut werden. Von daher, hier kommt das Material ab. Und hier haben wir auch so eine komische Verformung in der Tür. Hier haben wir auch Risse im Lack. Ich kann die euch ganz schlecht zeigen, glaube ich. Ich versuche es trotzdem mal. Ja. Warte mal, hier haben wir so Längsrisse. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Wenn nicht, ist es ja auch nicht so schlimm. Könnt ihr mir vertrauen, hier sind so Risse im Lack, im Material. Hier ist einer so, hier so, hier so. Bedeutet, hier drunter haben wir wahrscheinlich dick Spachtel oder sehr dick Lack. Und deshalb werde ich das jetzt abschleifen. Und das nicht mit dem Exzenter, das dauert zu lange. Ich werde jetzt hier diesen Topfschleifer hier auf dem Winkelschleifer verwenden. Das staubt extrem, aber man trägt extrem viel ab und das will ich ja jetzt. Von daher werde ich jetzt damit hier einmal schleifen. Der Chaoten Felix hat wieder zugeschlagen. Wir haben es jetzt ziemlich spät. Ich habe kaum noch Konzentration und Geduld gehabt und habe jetzt um 3.27 Uhr haben wir jetzt und vor ein paar Sekunden habe ich das gemacht. Hier an dem Spiegel die Spiegelscheibe zerbrochen beim Versuch, die auszubauen. Dahinter ist so eine Klammer, die habe ich entfernt, aber trotzdem ging er nicht raus. Keine Ahnung, wie der rausgeht. Falls jemand unter euch ist, der weiß, wie das geht, bitte reinschreiben. Ich habe nichts dazu gefunden und ich brauche jetzt einen neuen Spiegel, Fahrerseite, beheizt für den 126er. Ich will nämlich hier diese Kappe in Wagenfarbe lackieren. Ansonsten habe ich jetzt, wie gesagt, Schicht im Schacht. Ich mache jetzt nichts mehr, ich mache Sachen nur noch kaputt. So sieht es inzwischen aus. Ich habe zuletzt hier noch die Zierleisten entfernt, die inneren Türverkleidungen abgemacht. Als nächstes kommen die Griffe ab. Hier die Wischwasserdüsen habe ich rausgemacht. Vorne den Kühlergrill. Da ist er. Wo? Da ist er. Und dann zeige ich euch jetzt mal ganz, ganz schnell, wie hier die Spachtelgeschichte aussieht. Hier ist der Feinspachtel schon drauf. In der Fahrerseite, genau. Im Fond der Fahrerseite ist der Feinspachtel schon drauf. Hier, das muss beim nächsten Mal geschliffen werden. Das schleife ich jetzt noch nicht, da so ein Feinspachtel mit der Zeit noch ein bisschen an Masse, an Volumen verliert. Und das sollte natürlich passieren, bevor man ihn schleift, weil wenn man ihn schleift und er dann noch Volumen verliert, dann fällt der was ein und man sieht das nachher in der Lackierung und das sieht ziemlich blöd aus, wenn das so abgesackt ist. Das soll ja die optimale Form haben. Hier haben wir das hintere Radhaus, da habe ich noch 10 Ersatzspachtel drauf. Das sieht hier so ein bisschen wild aus, aber hier habe ich halt so ein ordentlich Material drauf machen müssen, um so einen minimalen Knick wegzumachen, der hier drin ist. Und da muss man halt über eine ganze Länge da dran spachteln, damit man die Form dann so übertragen kann. So sieht das aus. Hier überall 10 Ersatzspachtel, 10 Ersatzspachtel. Hier oben habe ich schon Feinspachtel drauf und hier im Heckscheibenrahmen habe ich auch schon Feinspachtel drauf. Hier habe ich nochmal 10 Ersatzspachtel an der C-Säule drüber gespachtelt, weil das noch nicht genug war. Hier habe ich schon Feinspachtel drauf gemacht auf die Heckklappe. Und hier an der Beifahrerseite haben wir auch wieder ordentlich 10 Ersatzspachtel über die gesamte Länge. Vorhin ist euch sicherlich aufgefallen, dass die ganze Seite hier und die Türe
komplett voller Spachtel waren, voller Feinspachtel, und da waren sogar Risse in der Tür, weil da so dick Spachtel drauf war. Warum ist da so dick Spachtel drauf gewesen? Ich vermute, also ganz eben ist sie auch nicht, aber ich vermute, dass so viel Spachtel zum Ausgleichen drauf gespachtelt wurde, da der Vormechaniker, Karosseriebauer, Lackierer, was auch immer hier dran war, hier einen Knallfrosch reingemacht hat. Und dieser Knallfrosch war so weit nach außen, dass hier einiges an Schichtstärke aufgebaut werden musste. Und jetzt habe ich das Ganze versucht reinzudengeln. Halbwegs ist deutlich besser inzwischen. Also von der Tiefe her ist es jetzt leicht nach innen und fast nicht mehr nach außen, dieser Knallfrosch. Das bedeutet, dass ich da mit relativ wenig Spachtel höchstwahrscheinlich und hoffentlich auskommen werde. So sieht hier der Heckscheibenrahmen aus. Die C-Säule auch noch 10 Ersatzspachtel drauf, wird beim nächsten Mal geschliffen. Dann haben wir im Beifahrerfond im Einstiegsbereich schon Feinspachtel drauf. Das schleife ich beim nächsten Mal. Der EP-Spachtel hier unten, der ist schon geschliffen. Der ist schon, ja, ziemlich gut. Darüber kommt eh ein Sakkobrett bzw. so eine Kunststoffverkleidung und noch Unterbodenschutz. Von daher ist das so in Ordnung. Das war's für diese Woche. Nächste Woche baue ich die letzten Anbauteile ab, werde das Ganze fertig spachteln, abschleifen und vielleicht schon grundieren oder vorbereiten halt zum Grundieren. Werdet ihr sehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, auch wenn das so ein bisschen von allem so ein bisschen angefangen hat und nichts so richtig durchgearbeitet hat. So ist das halt manchmal. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag, eine schöne nächste Woche. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.